liebe Freunde, dazu gekommen zu einer neuen Folge Worms Evolution, heute mit Thilo und Pega. Hi. Eier, der Eier hier, der ist ja schon gefällt. Alter, ich hab 3 Würmer oben. Alter, wie viele Fässer das da stehen? Ja, und ich stehe genau auf der Redbox. Du Hure! Ey, lol, da liegt eine Mine, Alter. Welcher Vollidiot war das? Patrick. Ja, ja. Warte mal. Ja, 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 der ist ja jetzt zweimal dran, ne? Ja, er hat gehackt, ja. Ein Wurm von mir weg. Jetzt kommt dann gleich der nächste Wurm, der wegfliegen wird. Becker, ja, Doppelsprung. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei diesem Let's Play. Ja. Jawoll. Da war ich zu weit gelaufen. Boah, bei mir scheint auf einmal die Sonne, Alter, was los ist. Oh, Salami, Alter. Nein! Da steht auch mein Wurm! Oh, der, oh ja. Schade! Jawoll! Wie geil! Wollte eigentlich beide versenken, aber. Also das wird eine Spaßfolge auf jeden Fall. Definitiv. Los. Mit Leertaste. Ja, es sucht sie gerade auf. Alter. Du hast nur 4 Würmer, der andere ist schon weg. Oder? Ja, gib's mir hart, ey. Nein, lass sie wieder. Ja. Oh. Gib's mir hart, Freunde. Die haben nur noch 3 Würmer. Die haben immer noch Stress von der letzten Folge, ey. Oh, die Kiste. Ah, die Kiste steht, ey, Pega, auch so ein bisschen. Nicht auf mich, nicht auf mich. So, mit der Feuerfaust. Ja, guck. Er will mich richtig in den Arsch, weißt du? Boah. Hol den 2 Würmer. Ich hab noch gar nichts angestellt hier. Ich hab einen Wurm vom Pega versenkt. Ich hab noch 2 Würmer, liebe Freunde. Ja. Ja. Weiß jetzt bist du dran, ja. Hast du dich hier erkannt? Ja, dann loswerden können. Ich will mich nur für meinen einen Wurm rächen und jetzt ist Smarty dran. You are a killer marine. Kill. Wenn du den triffst, Respekt. Ich hab's aber von der anderen Seite gemacht. Und er fliegt! Ja, 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 ja! Oh. Und ich glaube. Was war das für ein geiler Zug, Alter? Ich hab 2 ins Wasser befördert. Pega, bist du schon mal weit? Geil. Der fliegt zu weit. Flammenfaust wäre wahrscheinlich zu knapp gewesen. Er ist perfekt. Außer du hättest ihn hoch oben an die Kante geschleudert. Oh, war das ein geiler Schuss, ey. Ey, jetzt. Oh, Pegas Fetzack ist da voll eingesperrt, ey. Werf eine Granate raus, verfehle und dann. Lol. Bauarbeiter, Pega, oder was? Das macht er schon die ganze Zeit. Wenn ich alleine mit ihm spiele auch. Nur mal ein bisschen, ey, in Sicherheit gekommen. Die Fässer da, die gehen genau da reinwerfen. Man muss da genau eine Granate reinwerfen können. Das schaffst du sogar. Oder du springst den weg. Ich würde mir aber erst die Kiste holen. Scheiß auf Kisten. Doch, der ist weg. LOL. Ja. Und der ist unten, würde ich sagen. Ich hab nach links geguckt, bei deinem Wurm hinfliegen, da war einfach mal springen gedrückt. Alter, ich bin so ein Noob in diesem Spiel in letzter Zeit, das ist der Obershit. Meine Glückssträhne ist vorbei hier in Worms. Auf jeden Fall, Alter, auf jeden Fall. Oh, das ist clever. Da kommt meine Bunker-Bombe. Führer-Bunker.
Pam! Das waren die Russen! Die Russen sind da! Ey, nicht, dass hier einer gleich ein Russe ist von den Zuschauern, ne? Ja, es war doch gut, die Russen haben ja, ne? Oh, wenn er schlau ist, macht er da eine Granate rein. Sag mir nicht, eine Hole ist schon da. Nein, leider noch nicht. Ein Schaf? Lässt du rüberspringen? Nein, ist auch noch nicht da. Boogie Bee? Nein, ist auch noch nicht da. Wie wär's denn, wenn du einfach auf mich gehst? Oben? Und dann falle ich ins Wasser. Eine Bunkerbombe. 15 seconds is never enough. Ich triff die da oben erst. It's raining bombs. Amen. You will address me as your superior boy. You better pick that up, boy. Ich hasse solche Maps, wo du keinen Rahmen hast, ey. Hey, ist doch voll geil. Klar, es ist geil, aber halt. Was macht Simon? Einfach nur anstupsen lassen. Dann rollt ihr da automatisch da in die Kuhle da, wo Pegga drin sitzt. Ah, was ihr könnt, kann ich auch. Bist du sicher? Surprise! 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 Ja, das Spiel kann ich auch. Wie er seinen Luftangriff dafür verschwendet, ey. Worum verschwendet? Wenn du ein bisschen früher getippt hättest, wären da ein paar sogar noch anders runtergekommen. Ja, aber dazu ist er zu blöde. Pega baut sich weiter rein. Sieht aus wie so ein Pimmel, ey. Ich muss meinen Operationsbunker hier bauen, von dem ich gleich aus reagieren werde. Ja, werf da mal eine Granate rein, Alter. Ich wollte nicht wechseln! So, der Jetpack-König kommt wieder. Wie oft hatten wir das schon in der Aufnahme, dass er das Jetpack verhaut? Da war ich ein extra Zusammenschnitt von, ey. Warum verhauen? Wie schlimm, dass du damit fliegst, ey. Boah, Pegga buddelt sich gleich wieder ein. Geht zu dem anderen. Oh, er nimmt sogar den Antibiotika. Let's go! Scheiß gleich auf eigene Verluste, Alter. Ach, herrlich. So ein bisschen Wasser am Morgen. Wir haben es aber schon gleich 5 Uhr. Ja, das ist ja der Dicke! Ja! Ich glaube, ich bin, ey! So! Ich hab gedacht, das wäre ein normaler Wurm, ey! Ah, noch ein Über! Wenigstens Gesundheit. Einfach Gesundheit fressen bis zum Abwinken. Und weg vom Wasserloch. Oh, nö, bitte nicht.
Wieso geht ihr eigentlich immer nur auf mich? Genau. Schade, ich dachte, er sprengt ihn jetzt so schön raus. Ihr geht immer nur auf die Blauen. Immer auf Daves Penis und deine Mutter, ey. Nee. Doch. Nee. Mal der Fettsack, ey, wie er sich da sicher fühlt im scheiß Bunker, ey. Er hat seinen Schwanz, Alter. Boah, wenn dir so ein Wurm durch die Harnröhre kriecht. Oh, je, ja, genau, gib's mir. Ja, da werde ich auch noch einen abbekommen, oder? Nee. Ja, genau, gib mir noch ein bisschen Wasser, ey. Immer auf mich. Ja, von der. Ja, guck, immer auf mich! Immer mein, auf mich! Der Wassertropfen, oh. Platsch. Hey, er darf nicht schon wieder gewinnen, ey. Mach er doch gar nicht. Hol ihn da rein, einfach in seine Harnröhre da. Ja. Bisschen weiter nach rechts ziehen. Und weggespült. Ja, gleich. So, mein Freund. Und du weißt, dass du sie willst. Oh ja, ich will sie. Aber nicht, wenn sie feucht ins Wasser geht. Oh, jetzt gibt's wieder Action, liebe Freunde. Sag mal, boomst du mich an? Ja. Ja, liebe Freunde, das war's wohl. Blindgänge. Kann nicht sein. Schade. Ja, liebe Freunde, das war's wohl mit mir. Ja, die anderen beiden sind einfach blöde Huren, ganz ehrlich. So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Hatschu! Bunkerbombe. Oh, fress dich durch. Bumm! Becker, was meinst du? Wenn du mit dem UFO gleich die Flasche wegnimmst, spült er. Nee. Da ist noch ein Boden. Da ist kein Loch drunter. Ja. Oh! Läuft bei ihm! Becker, Wasserbombe da rein! Wurmwechsel, Wasserpistole und ja, Einspiel. Ja. Alles gut. It's on! Ja, rühr mit der Wasserpistole eigentlich. Ja, ich denke schon, ja. Ja. Spül doch! Das war ein Satz mit X. Oh nein! Ich hätte vielleicht eine Wasserbombe doch nehmen sollen. Hm. Ah, nächste Runde. Wenn du jetzt clever bist, machst du Wurmwechsel und holst deinen Wurm da weg. Wenn Pekka schon sagt, nächste Runde, will er dir dann eine Wasserbombe reinmachen. Aber darauf kommt Smarty nicht alleine, weißt du? Machen wir es viel besser. Ja. Oh, da wäre fast noch im Wasser gelandet. Das Schaf. Ja, viel hätte nicht gefehlt. Oh. Aber ganz ehrlich, ich hätte da eine Hole hinten bei den Fässern reingemacht. Wäre nicht runtergerollt. Oh, mit einem schönen Schuss. Ich wäre auf jeden Fall da weg mit dem Wurm, nicht stehen geblieben. Aber. Ja. Ja, du hast nicht lange überlebt. Boah, das sah aus wie bei einer Klospülung da, wenn du deinen Kackwurm da wegspülst.
Wasser sieht eh schon so komisch aus, Alter. Das ist die Sonne. Weil gerade die Sonne untergeht. Habe ich schon zu Dave gesagt. Ist lustig, dass ihr zwei das bemerkt habt. Nein, nicht das. Pekka, hast du noch einen Luftangriff? Nee, ne? Kann ich dir nicht sagen. Das werden wir gleich sehen, was ich noch Schönes habe. Da bin ich auch gespannt. Haben wir denn? It's your turn, just do it! Just do it right, ja? Nicht so wie ich. Nein! Just do it right or left or... LOL, Wassermarsch! Boah, Flutsch, Alter. Bei sich selber da rein, jawohl. Ja. Als ob man davon Schaden bekommt. Du hattest 4 Energie. Und dadurch, dass die Runde zu Ende war und du unter Wasser warst, bist du gestorben. Wie geil. Ich hätte gern noch gesehen, wie Pekka da rausgekommen wäre jetzt mit seinem Wurm. Ja, liebe Freunde, das war's von dieser Folge Wurms. Herzliche Gratulation an Pega. Danke, danke. Tilo, du bist einfach nur ein Versager. Ja, aber der als erstes rausgeflogen ist. Ja, genau. Ja, weil du nur immer auf Blau gehst. Hä? Ich mach Blau halt. Echt mal, du Penner. So, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Tschüss.